Hey du, ist dir eigentlich bewusst, dass unsere Politiker unsere Angestellten sind? Wir bezahlen unsere Politiker. Und wir sind auch diejenigen als Gemeinschaft, die den Takt vorgeben. Und die Frage ist natürlich, die man sich stellen kann, machen denn unsere Politiker einen guten Job? Verdienen sie das, was sie als Position haben? Und da kann man jetzt vielleicht getrennter Meinung sein. Der Punkt ist aber der, dass viele Menschen aktuell noch so leben, nach dem Motto, hoffentlich dürfen wir bald wieder irgendetwas tun. Also schon allein dieses Dürfen impliziert ja, dass irgendjemand dir was zu sagen hat. Irgendjemand darüber bestimmt, wie du dein Leben leben solltest. Denk mal drüber nach. Was wäre, wenn wir einfach mal anerkennen, wer wir wirklich sind? Nämlich machtvolle Schöpferwesen. Und was, wenn wir einfach Verantwortung übernehmen würden für unsere Gesundheit, für unser Wirken, für unseren erfüllenden Erfolg, für unser Business, für unsere Einnahmen? Was, wenn wir unser Leben so ausrichten würden und nicht darauf warten, dass sich äußere Rahmenbedingungen ändert, die uns irgendjemand ja vorgibt, wo wir dann irgendetwas dürfen? Solange wir noch so ein Gedankengut haben und so leben, wird es immer so sein, dass immer andere Menschen über dich bestimmen. Die Frage ist, willst du das? Willst du dieses Leben haben, wo andere dir im Grunde immer vorgeben, die Rahmenbedingungen vorgeben, wie du zu leben hast? In welcher Konstellation, was für Einnahmen du haben darfst, ob du selbstständig sein kannst und so weiter. Wie wäre es, wenn du Verantwortung übernehmen würdest und einfach für das Leben gehst und für das Business, wozu du wirklich Bock hast? Und weißt du, was die meisten abhält, genau dieses geile Leben zu leben nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen? Weil wir Ängste haben, weil wir glauben, wir könnten das vielleicht nicht. Jetzt frag dich aber mal, woher hast du denn diese Ängste? Wie wurdest du zum Beispiel erzogen in der Schule? Konntest du dich austoben? Konntest du dich entfalten? Konntest du das machen, was du wirklich willst, was dir entspricht? Dich vollkommen, ja, entfalten, erblühen? Nee, da gab es Regeln, Bestimmungen, wie wir sein sollten, was wir tun sollen, was wir auf keinen Fall tun sollten, wie wir uns anpassen. Es ging immer nur um Anpassung. Wir wurden nicht dazu erzogen, dass wir freie, geistreiche, liebende und lebende Menschen sind, sondern wir wurden erzogen, dass wir in ein System passen. Und was, wenn du dich jetzt mal diesen Ängsten stellst und erkennst, du musst da gar keine Angst haben? Und was, wenn du erkennst, dass deine Ängste, die dich bisher immer abgehalten haben, das Leben zu leben, was du wirklich, wirklich willst, dass die nur da sind, um dich einzuladen, dahin durchzugehen, dich deinen Ängsten zu stellen? Denn weißt du was? Hinter diesen Ängsten, genau da, wartet dein Leben, wartet dein Geschenk. Du hast nicht für umsonst deine ganz bestimmten Ängste. Sei es Existenzängste, sei es Verlustängste, Versagensängste, was auch immer. Du hast sie, um sie zu transformieren, weil da ein Geschenk dahinter liegt. Und genau das macht uns unabhängig. Wenn wir keine Angst mehr haben, dass wir unseren Job verlieren könnten, wenn wir keine Angst mehr haben, dass wir keine Einnahmen hätten, wenn wir keine Angst hätten, dass wir alleine wären und so weiter, wie würden wir dann leben? Wie würden wir dann dieses Land gestalten? Wie würde es dann sein? Frag dich das mal. Wenn wir keine Angst mehr hätten, wenn wir angstfrei